dass wir ganz am Anfang in der Oberliga weitermachen. Und da wurde uns aber gleich signalisiert, dass das gar nicht in Frage kommt. Und zwar nicht nur vom Landesverband, der damals von dem Präsidenten Hillebrand geführt wurde. Und wir haben aber auch null Unterstützung vom DEB gehabt, der aber auch tatsächlich nichts zu sagen hatte, keine Macht hatte. Ne? Die Landesfürsten haben das Geschäft bestellt. Und der Franz Stier, der hat uns wirklich Spieler gebracht für wenig Geld. Und wenn der seine Position wirklich nicht mehr ausgenutzt hätte, dann hätte ich viel mehr Geld ausgegeben. Weil er hätte gesagt, du, den Spieler brauchen wir noch, hätte ich wahrscheinlich nicht mehr gesagt. Aber er hat immer auf unser Geld geschaut. Und ich sage mal, der war ja Trainer, Manager, sportlicher Leiter, hat er alles gemacht. Das war, was übrigens auch noch eine wichtige Geschichte gewesen ist, wir waren also maßgeblich daran beteiligt, dass die zweite Liga damals vom DEB weg, das stand alles spitz auf Knopf. Wenn wir gefallen werden, werden alle gefallen. Gell? Mhm. Also das waren damals Zeiten, da habe ich teilweise die Nächte maximal eine Stunde geschlafen, weil, wie gesagt, der Landesverband hat ja gedroht, dass man keine Pässe bekommen für den Nachwuchs. Aber das war für mich die schönste Zeit. Da stand spitz auf Knopf. Ja, weißt du, das ist, wie wenn du vorher Formel 1 gefahren hast und auf einmal fährst du einen Käfer rein. Ich glaube, diese Aufstiegssaison, was da in der Kabine abgegangen ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben einen Tisch gehabt, wir haben einen Schrein gehabt. Da hat jeder was hingelegt. Das war eine verschworene Gemeinschaft. Und wir waren eigentlich, das war dann eigentlich klar, dass wir unbesiegbar sind. Und dann entscheidet das Momentum, wie gesagt, die Scheibe so oder so, darüber, über Jahre danach, über einen erfolgreichen Weg. Wenn man da mal schaut, was aus dieser Generation, also dieser, ab dem Zeitpunkt, wo wir den Verein gegründet haben, was wir da für Spieler rausgekriegt haben, und ich meine, ich sage nur, wir haben hier einen Silbermedaillengewinner von der Olympiade, wir haben einen NHL-Spieler, wir haben einen Stanley Cup-Sieger rausgebracht, und das sind Sachen, ich kann nur sagen, wie das Finale war in Seoul. Ich habe geweint. Wenn du da die Buben da siehst, dann haben die Medaille. Also, das gibt's ja nicht. Die kehrt uns auch ein bisschen, die Medaille. Weil das war vielleicht alles ganz anders gelaufen. Wir haben auch Vorschläge gemacht, dann irgendwann mal für einen Stadionneubau. Die Frau Bauer hat gesagt, ja, die Wahl, sie bringen mir Lösungen für Probleme, die ich ohne sie nicht hätte. Und sie so süffig sind gesagt. Ach, gut, die Frau Bauer sehr gut ausgegeben. Überhaupt, das war eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt. Wir waren uns völlig darüber im Klaren, unser Trainer, der Franz und ich, oder wir, wenn wir 200.000 Euro mehr gehabt hätten, dann wären wir wahrscheinlich zweimal Meister geworden. Die haben halt nicht gehabt und hat uns auch nicht leid, dass wir die 200.000 nicht in die Hand genommen haben, weil man hat zum Beispiel Landshut gesehen, die haben uns dann im Finale besiegt und ein Jahr später waren sie dann mal komplett am Arsch. Ne? Und da wäre ich lieber noch Vizemeister und habe eine solide finanzielle Basis.